Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Der kleine Teeladen in Tokio von Julie Kaplan mitgebracht. Das Buch ist der fünfte Band einer Reihe, aber in sich abgeschlossen. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Der kleine Teeladen in Tokio von Julie Kaplan mitgebracht. Das Buch ist Teil einer Reihe, aber in sich abgeschlossen. Ihr müsst auch nicht die vorherigen Bände kennen, um mit dem Buch was anfangen zu können. Ich liebe diese Reihe, also allein schon wegen den Covern. Denn das sind immer halt so viele kleine Kleinigkeiten, die im Buch auftauchen und die halt auch auf dem Cover verewigt sind. Und ich weiß auch nicht, also das spricht mich einfach persönlich total an. Das kann man ja alles fühlen, das ist alles so ein bisschen rau. Ich halte mal das Buch näher ran, damit ihr das sehen könnt. Könnt ihr das erkennen? Dass es so ein bisschen angeraut ist. Also ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass das Cover so gestaltet ist. Also das ist das Cover, habe ich ja schon gesagt. Das ist der Rücken. Und der Klappentext. Und den versuche ich euch jetzt wieder hinzuzoomen. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Na? Klingt doch auch gut, oder? Fiona bekommt die Chance ihres Lebens. Sie darf nach Tokio reisen und soll dort von einem der angesehensten Fotografen des Landes betreut werden. Im Anschluss wird es eine große Ausstellung mit ihren dort entstandenen Fotos geben. Doch kaum gelandet, folgt die Ernüchterung. Der Fotograf hat keine Zeit für sie und stattdessen einen Ersatz geschickt. Ausgerechnet Gabriel Burnett, in den Fiona als 18-Jährige total verknallt war und der im weitesten Sinne damals ihr Leben ruinierte. Und als wäre das noch nicht genug, hat er null Bock auf diese Mentorensache, erkennt Fiona nicht mal und gibt ihr immer wieder das Gefühl, ein Klotz am Bein und unerwünscht zu sein. Die ganze Reise wäre ein totaler Albtraum, wäre da nicht Fionas Gastfamilie, die ihr Japan und seine Kultur auf ganz außergewöhnliche Art und Weise näher bringt. Das Buch ist überwiegend aus Fionas Sicht geschrieben, aber ab und an kommt auch Gabe mal zu Wort. Bei Fiona wechseln sich die Faszination für Japan, seine Menschen, sein Essen und die Kultur mit ihren Gefühlsproblemen bezogen auf Gabe ab. Letztere haben mit viel Ballast aus der Vergangenheit zu tun. Als 18-Jährige hatte sie einen seiner Kurse besucht und sich in ihn verliebt. Ein Kuss, der von ihr ausging und der von einer angeblichen Freundin beobachtet worden war, zerstörte ihr bisheriges Leben. Mobbing war die Folge und Fiona musste sogar die Schule verlassen. Es ist nicht einfach für sie, ihn jetzt wiederzusehen. Doch der Gabe von heute hat nicht mehr viel mit dem Mann von damals zu tun. Er ist hart geworden, kalt und gemein. Man erfährt teilweise durch ihn, teilweise durch die Gastfamilie, was mit Gabe passiert ist. Einerseits hat er mir leid, andererseits hat er mich auch extrem aufgeregt. Ich mochte ihn leider oft nicht. Ich kann verstehen, dass das, was damals passiert ist, hart für ihn war, aber er verhält sich Fiona gegenüber oft schlicht unmöglich. Demnach hatte ich so meine Probleme mit der Liebesgeschichte, die für mich auch erst sehr spät wirklich präsent wurde. Das fand ich schade. Ich hätte mir gewünscht, dass da mehr kommt. Es gibt einige wirklich tolle Szenen, aber vieles passiert innerhalb kürzester Zeit und wirke dadurch auf mich etwas zusammenhanglos. Gegen Ende nimmt das Buch deutlich Fahrt auf, was mir etwas besser gefiel. Trotzdem hatte ich nach wie vor meine Probleme mit der Liebesgeschichte. Ich fand es toll, wie einem Japan näher gebracht wurde, vor allem durch die Gastgeberfamilie. Das war total interessant und faszinierend, vor allem der Kontrast zwischen Tradition und Moderne. Allerdings konnte ich Gabes Verhalten nicht immer nachvollziehen, auch kurz vor Schluss,
Da hätte ich einfach mehr von ihm erwartet. Mehr Kommunikation. Das eigentliche Ende kam mir zu abrupt. Mir fehlte da ein Epilog. Es ist einfach ganz plötzlich Schluss. Dabei ist noch einiges offen. Das fand ich echt schade. Von mir bekommt das Buch ganz knappe 3 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!